Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal wieder eine Folge vom Bellyboot und wir werden uns heute mal das Kickback Rig anschauen. Leute, hopp an. Jawohl. Erster Wurf beim Reinkurbeln ist aber das ist der aber drauf. So Leute, da haben wir die Nummer 1 aufs Kickback Rig. Den hat er sich jetzt gerade beim Hochholen weggesaugt. Ich wollte eigentlich gerade einen neuen Wurf machen, habe hochgeholt und dann ist er draufgeschossen. Sehr cool. So, dann schauen wir. Vielleicht erwischen wir ja noch den einen oder anderen. Und dann schauen wir uns mal an, wie das Kickback Rig aufgebaut wird. Hängt, Leute. Nächster Fisch, der hat jetzt schön drauf getockt. Ein kleinerer, glaube ich. Naja, selbe Größe. Na, ein bisschen kleiner. So, der hat sich den aber richtig gegönnt. So Leute, da haben wir den nächsten kleinen Krieger. Der hat sich den Krebs ordentlich weggesaugt. Und ja, sehr cool. Es funktioniert heute auf alle Fälle schon mal ganz gut. In den ersten 10 Minuten 2 Fische. Das nehmen wir mit. Okay, lassen wir natürlich gleich wieder zurück, den kleinen Mann. Gut, Freunde, dann hätte ich gesagt, schauen wir uns mal an, wie dieses Kickback Rig aufgebaut ist und was es ausmacht und was die Vorteile dieses Rigs sind. Dieses Rig hat auf alle Fälle ja so letztes Jahr bei uns, also bei mir in der Gegend, einen ja, ganz schönen Hype gehabt. Und sogar die ganz alten Fischer, und das will was heißen, haben dieses Kickback Rig gefischt. So, aufgebaut ist es eigentlich super, super simpel. Und zwar hinten ein Köder eurer Wahl. Ich fische es unfassbar gern mit Krebs. Könnt ihr mit Pintail oder was auch immer, Creature Baits, whatever, auf was ihr Bock habt fischen. Könnt ihr mit Offset-Haken, Wurmhaken oder ganz normale Haken fischen. Dann habt ihr natürlich euer Fluocarbon-Vorfach. Bei mir ist es relativ lang, so ja, 50 cm sowas um den Dreh. Aber ich sage mal, alles so zwischen 35 und 50 cm ist optimal dafür. Und dann kommt ein Seitenarm, so ein Springer. Beim Fliegenfischen heißt es zumindest Springer. Wie man diesen Springer bindet, das zeige ich euch nachher noch aus dem Studio raus. Da sieht man es einfach besser. Da nehme ich dann auch normalerweise eine andere Schnur her, damit man es einfach besser visualisieren kann. Und drunter habt ihr dann ein Dropshot-Blei oder irgend so eine, also Stabblei, Dropshot-Blei zum Einzwicken oder zum Anbinden, wie ihr Bock habt. Ja, genau, und das ist grundsätzlich die Montage des Kickback-Rigs. Der Vorteil daran ist, ihr, also zur Führung brauchen wir heute nicht allzu viel sagen, denn ihr jiggt das in einem Takt, der den Fischen gefällt, ein, zwei, dreimal anchicken. Kommt auch ein bisschen auf den Köder drauf an, ob sie Krebs fischt oder irgendeinen Pintail. Und dann sinkt es ab und der Köder ist ja wie beim C-Rig an der freien Leine dann so gesehen und schwebt ganz verführerisch noch zum Grund nach und ja, das saugen sich dann die Barsche natürlich weg. Vor allem für große Barsche super cool, die spüren einfach gar nichts, sie saugen letztendlich nur dieses Ködergewicht ein. Und ja,
somit liegt der Vorteil dieses Rigs auf der Hand. Es hat aber auch einen Nachteil, und zwar kann es sein, dass ihr den Biss mal nicht mitbekommt, denn wenn der in Richtung dieses Bleis segelt, euer Köder, dann habt ihr natürlich überhaupt keinen Kontakt mehr zum Köder, und daher entweder langsam auf Fühlung gehen mit diesem Kickback-Rig oder recht aggressiv führen, und dann schlagt ihr ja so beim Chicken ja schon mit an. Aber es funktioniert auf jeden Fall ganz gut, braucht euch keine Sorgen machen, die meisten Bisse bekommt ihr mit. Und ja, genau, das war eigentlich schon heute mal die ganze Theorie zum Rig. Köder, was ich besonders gern dran fische, können wir uns nachher nochmal kurz anschauen. Ich werde nicht alle zeigen, der Rest steht dann wieder unten in der Videobeschreibung, ist natürlich auch dieses Mal wieder rabattiert. Ihr könnt euch mit dem Code YouTube10 wieder 10% sparen, und ja, da haben wir die Werbung auch gleich mit verpackt. Und ja, dann hätte ich gesagt, schauen wir weiter, dass wir noch ein, zwei Fische fangen können. Ah ja, schöner Barsch, sehr cool. Boah, dann nehmen wir doch gleich mal einen Kescher, nicht, dass wir wieder einen verlieren, wie sonst immer. Jawohl, Leute, da haben wir ihn schon. Und schon ist der Haken raus, gell? Unfassbar. Gut, dass ich heute einen Kescher dabei habe. So, Leute, dann zeige ich euch den Kollegen noch mal kurz. Da haben wir einen, den kann man doch auf alle Fälle schon mal Barsch nennen, was wir da haben, so ja, zwischen 25 und 30. Und ja, der hat richtig, richtig gut reingescheppert. Ich lege den jetzt kurz schnell in den Kescher. Der hat richtig gut reingescheppert, und somit hat sich die Theorie bewahrheitet, dass man die Bisse schon ganz gut mitbekommt. Und ja, sehr cool, hätte ich gesagt. Kickback Rig funktioniert auf alle Fälle. Hängt heute. Jawohl. Der ist jetzt schön eingestiegen. Oh, wieder weg. Nein. Wieder verloren. Scheiße. Warum ist denn der jetzt nicht gehängt? So ein Schlawiner. Naja, gut. Hilft nichts. Jetzt hängt, Leute. Ah, wieder weg. Das gibt's doch nicht. Ich glaube, das war wieder ein besserer Fisch. Ah, wieder voll runtergesaugt. Das war wieder ein besserer Fisch. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Jetzt hängt einer, Leute. Jawohl. Haben wir wieder einen. Ein Bürstling. Oh, da ist ein guter hinterher. Da ist ein richtig guter hinterher, Leute. So, Leute, da haben wir wieder einen, und der hat sich den Crazy Flapper wieder ordentlich reingesaugt. Oh, die Hand nass hier. Jetzt zeigen wir, sich ordentlich weggenagelt. Und direkt hinter dem Fisch war jetzt auch noch ein größerer. Vielleicht ist gerade ein ja, Trupp mit besseren Fischen unterwegs. Und ja, ich hoffe, dass wir von denen noch einen erwischen können. So, Leute, jetzt ist mir noch was eingefallen, was ich euch vorhin noch sagen wollte. Und zwar eignet sich dieses Kickback Rig natürlich auch super, super gut zum Angeln nah an Hindernissen oder an Hindernissen vorbei, da ihr ja wie beim Dropshot auch lediglich das Blei verliert. Und ja, genau, das wollte ich euch noch sagen. Und vor allem im Fluss könnt ihr das auch mal ausprobieren, das Kickback-Rig einfach am Grund durch die Strömung entlang schleifen zu lassen, an die Steinpackungen hin. Und ja, da lauern ja letztendlich die Räuber, da lauern auch die Zander. Und das funktioniert super gut mit diesem Kickback-Rig. Und ihr habt ja kaum Hänger, sagen wir mal so, beziehungsweise kaum Köderverlust, lediglich euer Blei geht flöten. Ja, gut, dann weiter geht's.
Vielleicht geht noch einer und im Anschluss schauen wir uns dann mal den Springerknoten an, wie ich den aufbaue oder binde. Oh, jetzt hängt, Leute. Hängt. Jawohl, wieder ein schöner Barsch. Oh, und schon wieder eine ganze Truppe hinterher und wieder bessere dabei. Das gibt's doch nicht. So, Leute, da haben wir den nächsten. Wieder selbe Größe ungefähr. Und ja, es sind wieder bessere Fische hinterhergegangen. Ich hoffe, dass wir jetzt halt noch einen von den besseren auch überreden können. Aber die besseren, ich habe jetzt deutlicher sehen können, die waren auch so in der Liga, wo wir vorhin schon gehabt haben. Gut, dann schauen wir, dass das noch klappt. Allzu viel Zeit haben wir eh nicht mehr. Jetzt wird es dann bald dunkel und ich muss noch das Bellyboot aus dem Wasser tun und so weiter und so fort. Gut, Leute, dann schauen wir uns jetzt kurz an, wie so ein Kickback-Rig aufgebaut wird. Alles, was ihr dazu benötigt, habe ich hier schon mal parat gelegt. Und das schauen wir uns jetzt ganz kurz an. Ihr braucht natürlich einen Haken, in diesem Fall ein Offset-Haken. Dann Gewichte, das sind diese Dropshot-Bleie in Tungsten-Ausführung, könnt ihr aber, wenn es recht hängerreich ist, natürlich auch Blei verwenden, aber Umweltfaktor ist natürlich Tungsten besser und der Kontakt natürlich auch an den, zum Grund. Genau, gibt es in Tropfen oder in Stabform, je nachdem, was euch da besser gefällt. Und natürlich brauchen wir Fluorocarbon. Hier habe ich jetzt noch zwei Vorzeige-Demonstrationsschnüre vorbereitet. Und zwar die schwarze soll jetzt dann die Fluorocarbon-Schnur, euer Fluorocarbon-Vorfach darstellen, das mit der Hauptschnur verbunden ist. Und die rote, das wird dann der Seitenarm, an dem eure Dropshot-Blei angebracht werden. Dann starten wir durch. Und zwar, vielleicht noch kurz zum Knoten. Der Knoten kommt aus dem Fliegenfischerbereich. Den nutze ich normalerweise zum Anbringen einer Springerfliege, wenn es zum Meerforellenfischen an die Küste geht. Und ja, es gibt ja verschiedene Varianten, dieses Kickback-Rig zu binden und auch verschiedene Knoten. Ich finde den Springerknoten aus dem Fliegenfischerbereich einfach super praktisch, weil ihr ganz schnell an euer Fluorocarbon-Vorfach diesen Seitenarm unkompliziert anbringen könnt und ja, somit schnell so ein Kickback-Rig mal zwischendrin aufbauen könnt. So, dann zum eigentlichen Binden. Ihr lasst jetzt mal hier, wie ich schon erwähnt hatte, so 40, 45 cm. Vielleicht noch zur Erklärung. In dieser Richtung ist euer Fluorocarbon-Vorfach mit der Hauptschnur verbunden. Und in dieser Richtung bringt ihr dann euren Haken an diesem Ende. So, und jetzt gehen wir mal 40 cm rüber. Dann nehmt ihr euer zweites Stückchen, das könnt ihr so 20-30 cm lang halten. Kommt auch darauf an, wie weit ihr vom Grund anheben wollt, beziehungsweise wie viele Verstellmöglichkeiten ihr mit eurem Blei haben wollt. Und ja, das passt ihr wieder an die Situation an, die sich einfach am Gewässer ergibt. So, dann nehmen wir unsere Fluorocarbon-Hauptschnur und unser Stück für den Springer, für den Seitenarm. Und dann, ja, je nachdem, lasst ihr halt jetzt hier Schnur überstehen. An diesem Teil wird dann euer Dropshot-Blei angebracht. Und jetzt legt ihr eine Schlaufe mit beiden Schnüren übereinander und mit den Enden
geht ihr jetzt einfach von oben nach unten durch diese Schlaufe durch. Und zwar viermal. Das reicht normalerweise aus. Also ich mache immer viermal und da hat sich noch nie was bewegt. Und auch wenn, wäre es nicht so schlimm, denn es würde nur das Dropshot-Blei betreffen. So. Genau, und das war eigentlich schon die ganze Kunst. Jetzt nur noch gleichmäßig zusammenziehen. Ah, so viel zum Thema gleichmäßig. Ich habe eine nicht richtig erwischt. So, jetzt kann man dann alles noch nachziehen. Natürlich den Knoten nass machen vorher. Bisschen verspeicheln. Und fertig ist euer Seitenarm. Der steht jetzt auch genau richtig ab. Nach hier. Und jetzt müsst ihr eigentlich nur noch, dafür brauche ich noch schnell eine Schere, diesen Teil abschneiden. Und fertig ist euer Seitenarm. Dann schauen wir mal, ob ich das jetzt die dicke Schnur da durchbringe. Euer Dropshot-Blei reinzwicken. Und das war's mit der ganzen Kunst. Natürlich vorne mache ich jetzt nicht. Bindet ihr hier noch eure Knoten an. Köder ran und es kann losgehen. So einfach bindet ihr euer Kickback-Rig. Und ja, dann hätte ich gesagt, geht's wieder zurück ans Wasser und mal gucken, was bei dem Kickback-Rig heute noch so rumkommt. Hey Leute, der ist besser. Oh, der ist gut. Oh Leute, der ist richtig gut. Alter, was ist das? Oh, Monsterbarsch. Das ist ein Monsterbarsch, Leute. Es ist ein... Oh, leck mich am Arsch. Leck mich am Arsch, es ist ein fetter Barsch. Bist du bescheuert. Und Haken raus. Bist du bescheuert. Ich fasse es nicht. Boah, der macht mir alles nass gerade. Ist da jetzt ein guter Barsch eingestiegen? Das gibt's nicht. So Leute, jetzt ist mir nochmal tatsächlich eine richtige Maschine eingestiegen. Unfassbar. Boah. Ich kann ihn kaum halten. Da. Schaut euch diesen mega geilen Abschlussbarsch an. Ist das eine Maschine? Ich würde sagen, ja, knapper 40er, guter N30er. Mega geil, oder? Schaut euch diesen geilen Barsch an. Fast unterm Bellyboot ist er jetzt eingestiegen. Und ja, hat einen ordentlichen Tock gemacht auf alle Fälle. Sehr cool. Wahnsinn. Das nenne ich einen Abschluss für dieses Video. Ich versorge den Kollegen jetzt schnell und dann sprechen wir nochmal drüber. So Leute, dann gucken wir mal, was der Kollege hat. Da sind wir dran. Und was hat er? Ja, ein bisschen über 43. Da ist der 40er. 43,5. Richtig cool. So ein schönes Tier. Wahnsinn. So ein schöner Barsch. Mega. Der freut mich einfach riesig. Gut Leute, der Fisch ist versorgt und ja, ich glaube, es gibt keinen besseren Abschluss für dieses Video als so ein Fisch. Ihr konntet auf alle Fälle sehen, dass das Kickback Rig richtig gut funktioniert, bei den kleinen Fischen sowie bei den großen.
Und ja, ich schaue jetzt, dass ich das Bellyboot aus dem Wasser bringe. Ich habe noch ein ganzes Stück zu laufen bis zum Auto. Und ja, Leute, alle Sachen, alle Teile, alle Köder, was ihr fürs Kickback Rig braucht, sind unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und ich wünsche euch wie immer eine coole Zeit am Wasser, dicke Fische. Und ja, Leute, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Haut euch rein. Ciao.